Und hier ist E-Gaming ein Film. Jo. Mit Max und Nico. Real Special Teil 4. 5. 4. 4, 5? 4. 4. Ja. So. Letzten Teil haben wir hier die Flitschen gemacht. Und das ist echt meistergen, wie wir gedacht haben. Genau. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir können mal gucken, dass man Speaking zum Laufen kriegt. Ja, ich weiß aber, warum das nicht geht. Ja, okay, dann kannst du dort dran noch ein bisschen drauf. Ja, weil ich muss dann halt auf das Dach rein. Und ich guck vielleicht nur noch Finster. Beziehungsweise, ich hatte schon die Idee, dass wir kennen so Mainstream-Finster. Kann halt. Shit. Kann was halt Sinn, dass man das Beacon irgendwie anmachen muss. Kann ich was machen? Mit, ne, es ist an! Nice. Sehr geil. Guck mal, hier nehmen wir das. Das sieht man dem von unten gerade an. Weißt du, was das Coole ist? Im Survival-Modus bringt das Buffs. Und den Buff kannst du sogar einstellen, je nach Größe vom Kind. Geil. Das ist eigentlich nice. Das ist die Frage, wie groß soll ich es dann machen? Oder reicht uns ein Emser? Das reicht ein Emser nicht. Ich muss hier in die Seite gucken. Warte. Oh, nee, komm noch nicht, Luan, ich hab noch eine bessere Idee. nee, komm noch nicht, Luan, zeig's noch nicht der Öffentlichkeit, ja? Ist auch hässlich. Also hässlich was nicht, also das sieht jetzt noch schöner aus. Schöner? Schöner. Wir sind uns gleich. Ich weiß nicht, irgendwie tut das der Mühle kein Abriss, weil man nicht sieht, dass es Eisen ist. Ich müsste, ja, das stimmt. Ich müsste nochmal rinnen. Ja, weil ich muss, ach. Boah, das ganz, die ganze Wolle da ersetzen. So. So. Oh ne, ah doch, das ist gut. So. Wo ist sowieso weg? Das war nicht so hässlich. Ja, doch nicht. Hier. Okay. Klack. Ja, könnte das doch schon besser. Schön. Ich weiß nicht, wenn ich mich da jetzt rückstelle. Nix. Wow, Party. Das Blöde ist, man kommt nie dazu, das Ding inzustellen, weil es so Dach ist. Ja, gut, okay. Aber es ist auf jeden Fall jetzt ein Beacon Umsteigstelle. Okay, das läuft, mach ich gleich auch gleich mal mit einfach ein Video. Ah ja. Sau witzig. Okay. Ich will aber hier den Ingang lassen. Ja. Damit der Mühler ab auf sein Rad kann, um sich dort umzubringen oder so. Das klingt nach einem Plan. So, und dann Nico, was hat der Nico gemacht? So was richtig Produktives. Boah, ich schaff's nicht zu nennen, warte. Ja, hast du das gemacht? Ganz viel Feinde. Okay. Wie wär's dann, wenn wir mal Decken entziehen und sowas? Ne? Okay, es ist auch schier und ich schaff's irgendwie nicht. Warte ganz kurz. Ich brauch Dodder für die Slaps-Teile. Wo sind die dann? Hier. Dann setzt die Dodder. So mal halt so einen Block. Decken ins hier oder soll man da halt auch nur so Slaps anmachen? Warte, seid ruhig. Ich korrigiere erstmal gerade, weil ich durch meinen Beacon verändert habe. Ja, okay. So, man sieht da doch schon nicht mehr so schlimm aus. Boah, das Mühle macht was her. Ich hab echt nicht gedacht, dass die so gut wird. Das stimmt. Gefällt mir nicht echt so gut. Sieht doch hammer aus. Das Beacon tut dem keinen Abriss. Wie willst du denn die Treppen machen? Genau in die Mitte? Ja, auf jeden Fall, warte, ich komme runter. Oh, Alter, es sieht echt edel aus. Machen wir uns einfach über drauf, ey. So. Jetzt, also, ich will halt zu Ends meinen Gang hierher haben. Ja. So. Und dann würde ich die so rund ablaufen lassen. Jetzt ist ja, die Frage, wie groß machen wir das? Was ist dann, wenn man. Hast du, ist das der Mittelpunkt, den du im Mittel hast? Ja. Ei, pass mal auf. So ist irgendwie mickrig, oder? Es sei denn, wir machen halt noch so Wand außen rum. Ja, das ist schon eine gute Idee. Und dann machen wir die zum Beispiel zwei breit oder so. So, viel höher müsst ihr eigentlich nutzen. Dann ziehen wir hier oben nämlich noch eine Ebene hin. Ja, ich brauche unbedingt die Holzblöcke noch. So. 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 Nein. Damit, oder trischst du damit die Dings?
Ich würde die Treppe eigentlich zwei breit machen, oder? Anscheinend, ich hatte sie nur prinzipiell angedeutet. Ja, warte, ich adde mal die Ecken. Ja. Oh, es macht so viel mehr Spaß, wenn man quer hat und dann sowas Geiles bauen kann, ey. Ja, ja. Ach, warte, soll ich hier noch weg. Ich mach's ja nur ein bisschen die Stadt hart. Ja. Und dann überlegen wir uns, ob wir die so lassen oder ob wir... Okay, hier fehlen Treppen. Ja, ich habe nicht alles komplett voll rund. Warum nicht? Weiß ich nicht. Kann man hier überhaupt hochgehen? Stehst du mir schon mal der Kopf? Oh, ne. Ne, okay. Ne, der Kopf muss kein Problem sein. Ne, ich hab mich auch verdammt, sorry. So. Jetzt kannst du mal bitte die Treppen fertig setzen, damit wir uns mal einen kleinen Video machen. Klasse. Standard, das ist okay. Gut. So, zack, 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 zack. So. So, jetzt ist die Frage, wo nehme ich mein Kind eigentlich nur zwei groß, man, wenn du da runterlöscht, dann hast du keinen Platz mehr. Ja. Weil ich halt, ne, ich weiß das. Okay, du kannst halt noch eins aus rumziehen. Na, vielleicht noch Geländer oder sowas. Ich mein, soll man das komplett in Gittern? Ich weiß nicht. Ich meine, was hier jetzt so. Ach, oh, die haben nur Treppengeländer. Oh, das finde ich nice. So was. So, das, so, hier so. So, und dann steigt das hier direkt mit. Ja, weil dann mache ich hier nämlich auch direkt hier dran. Also bei der Ebene halt. Na? Ja, aber dann kommt das doch schon mal nicht so. Okay. Doch. Löscht. Ich würde das genauso lassen. Scheiße, jetzt muss ich noch, oder? Und dann das Treppengeländer ist halt hier gerade unter der Deck von der nächsten Ebene enden halt. Okay, dass man halt immer nur so eine Eck-Dings hat. Ja. So ein Eckgeländer. Ja, so in der Richtung. Ja. Okay, wieso komme ich. Ach, ich fliege, okay. So in der Richtung. Ich finde, der tut dem auch keinen Abriss, dass man die nur so eng begehen kann, weil es ist halt eine Mühle, wo sowieso nicht so ultra viel Platz wäre. Ja. Jetzt, wie so, machen wir das? Ich mal so. Was mal, wo wir hin machen, weil wir können mal so einen Stauraum machen. Ich wollte ja auch noch ein bisschen Weizensblutiges machen. Wie will ich das dann machen? Mit Lava? Hä? Nee. Ich hätte einfach, ich hätte es ganz simpel gemacht. Ich hätte einfach irgendwo ein paar Dispenser hin. Schmeißt dann Weizenruhe irgendwo hin, der fällt dann runter auf eine Druckplate, auf eine Pressure Plate, und dann kommt so ein Brot raus. Voll verarscht, ey. Ey, voll. Aber das weiß ich ja keiner, dass mir das so gebaut hat. Renn mal kurz weg. Nee, halt einfach nur, dass du so, da kommt Weizen drin und kommt Brot raus. Wie das Ganze funktioniert, ist scheißegal. Ist doch trivial, ey. Ich schenk dir eine Socke zu Weihnachten. Kein Witz. Sind da Geschenke drin? Ja, der die doch nicht, ja, du Frage. Happy Hanukkah. Dispenser. Nee, ich weiß nicht. Nee, ist auch schwule Idee. Gut. Veto. Gut, dann mach ich hier schon mal Stauraum hin. So, scheiße. Zack. Ja, du bist scheiße. Zack. Auf die kann man deine Zugreifen besorgen. Zack. Jetzt mal, und jetzt fällst du ganz viel Weizen aus deinem Inventar raus und lässt doch hin. Ja, die Leute sind immer enttäuscht, wenn sie dann in Mühlen an die Kiste. Das ist eine Mühle, da muss Weizen und Brot drin sein. Eigentlich muss nur in der Bäckerei Brot sein. Ja, man kann Bohnenmehl, nehmen wir Bohnenmehl drin. Nö. Was soll das denn? Mehl. Boah, Bohnenmehl, ah, oh, physischer Schmerz, ey. Ich weiß nicht, ob das noch so gut ist. Okay, das Geländer sind irgendwie belaschen, da ist. Jo, gut, okay. Ja, Lord, das ist halt zum Beispiel Lord, damit der Lord einfach so, ja, damit man immer politisch korrekt die Treppe runtergehen muss. Ja, richtig, aber wir haben ein Problem, das LP ist eigentlich das Ende und das Treppenhaus ist noch nicht fertig. Guck mal, helf mir mal schnell das Treppenhaus einzumachen. Okay. Das wollen die Stufen aus, weil das einfach so cool aussieht. So,
Oh, da sind kein Geländer mehr. Nee, wirklich! Deswegen bin ich also runtergefahren. Klasse Beobachtungsgabe. Ja, sie stimmt. Das ist eine meiner Stärken. Was beobachten? Nee. Stärken sind deine Stärken, gell? Eigentlich was dann sonst. Keine Ahnung, Google. Kann man doch noch runtergehen, wenn ich mir jetzt vor so lande. Oh, ja. Also musst du 8 Geländer hin, weil sonst fällt dein Nico da runter. Kein Witz. Ja, Spaß. Ich will nur dein Bestes. Oh, okay, ich mach's doch nochmal weg. Boah, der Assi, ein bisschen. War's okay, auf jeden Fall. Ich halte sowas hier aus. So, ja, einer. Thema. Warum ist dann hier so ein Block, der nervt mich? Wir machen halt weg. Das Geländer ist irgendwie scheiße. Hast du das gemacht? Ich das gebaut. Ja, ich wäre jetzt aus und weiß ja nicht, wo was gefällt. Jo! So. Dann gibst du sogar zu. Ja. Mach ein Kreuz in den Kalender. Schreiben wir euch das, wofür ihr Herz zugeht. Eigentlich brauche ich ja dann so ab hier kein Geländer, Miguel. Nee. Was kann der? So, jetzt einmal noch rund gehen. Bitte einmal runter gehen und das Geländer halt irgendwie riskieren. Boah! Ich hab nicht verstanden, gell? Nee. Muss ja jetzt groß da runter. Wir dürfen die Ecken nicht auslassen, du fällst da runter. Ey, dann mach doch noch was hin. Ja, bin ich gerade dabei. Weil ja, du es nicht gemacht hast. Boah! So. Sagen muss dann auch noch enden. Mach noch was dazu. Oh, keine Ahnung, sobald die Mühle fertig ist, geht das sowieso nie mehr erinnern. Wahrscheinlich. So, dann machen wir gerade mal noch Set-Time, weil LP ist schon seit 3 Minuten rum und wir haben überzogen. Ah! Ja, verdammt! Na, ja, klar. Würde ich sagen, machen wir LP, Ende. Jo! Also. Mit dem Anblick dieser wunderschönen Mühle und ich komme mal da vorne raus. Bis gleich.